Dan darf ich euch vorstellen, das ist der Marco Kuhns. 10 Uhr am Abend, noch immer warm. Heute bewusst ein Schweizer mit an Bord. Und wenn man mit dir redet, merkt man auch recht schnell, dass du für sehr viel stehst, was ich als Schweiz empfinde. Was ich merke, wo wir sehr unterschiedlich bin, wo ich der Oberausländer bin und du wirklich der Schweizer bist, wo wir über unsere Kindheit davon reden. Jalala. Szenario Schulreise. Der Papi hat ein Sandwich gemacht mit ganz viel Mayo und allem ungesundem Zeug, das ich aber geliebt habe natürlich, und es ist riesig. Wir haben auch selber gemacht Sandwich gehabt, selber gemacht einen Tee, Nüsse und Äpfel. Und Süßes hat es natürlich nicht gegeben auf der Schulreise. Mal, es manchmal hat es Risoletto gegeben. Bei den Ausländerkindern, wir haben alles gehabt. Wir haben Chips gehabt, wir haben Schoki gehabt, Cola, ja, Schoki vom Teufel, oder? Weißt, und man muss es können teilen mit anderen Kids, weil ich weiss, dass so arme Schweizer Kinder dabei sind. Meine Mami hat immer gesagt, du kannst nicht Schoki mitnehmen, weißt, es hat Kohlensäure drin, es kann explodieren. Wenn man an tamilische Familie denkt, was denkst du? Natürlich denkst du an eine riesige Familie. 10 Geschwister und 700 Cousins. Und bei mir ist so, ich habe einen einzigen Bruder. Und hier in der Schweiz habe ich praktisch keine Verwandte. Und was denkst du, wenn du an eine Schweizer Familie denkst? Wahrscheinlich Einzelkind. Wenn es hoch kommt, noch ein Geschwister und 2 Cousinen, maximal. Das ist bei uns auf dem Land wirklich nicht so. Mein Vater, der hat 9 Geschwister gehabt. Wir sind jetzt im gesamten 24 Cousinen. Weißt du, das schockiert mich als Tamilin. Im Familienbattle hast du als Schweizer mich geschlagen. Ich persönlich finde ja, dass ich die schönste Kindheit ever hatte, weil ich durfte Fernsehen schauen. Ich habe wirklich so im Schnitt, glaube ich, 4 bis 5 Stunden Fernsehen am Tag geschaut. Bei uns hat es höchstens, glaube ich, 1/2 Stunde gegeben am Tag. Also okay, dann können wir essen, stellt den Fernseher ab oder läuft. Dann hat die Mama gesagt, du, wir sind keine Ausländer, Fernseher abstellen. Es hat Ausnahmen gegeben, wenn Skirennen sind. Weil diese Kurve, die liegt ihm. Hat mal mit dem meistens etwas gekocht und wir sind alle vor den Fernsehen Skirennen geschaut. Und das war so das Highlight gewesen. Ich sage dir so eine Ausnahme, wenn ich nicht Fernsehen geschaut habe. Das ist, wenn Skirennen ist gelaufen. So Kinder wie dich habe ich voll schräg gefunden. Also wirklich so, ich gehe eine Velotour mit den Eltern machen. Und ich so, spinnst. Als Kind bin ich einfach auch nicht gerne gewandert. Und meine Kollegen alle auch nicht. Wandern ist mega langweilig, glaube ich, für Kinder. Aber nachher irgendwann wirst du erwachsen und denkst so, hey, Sonntagmorgen, geh mal ein bisschen bergen. Das ist einfach nachher das Geilste. Ich meine, wenn wir wandern, dann tut man auch ein bisschen miteinander singen. Es ist mir alles ein Ding. Er will lachen oder singen. Han ein Herz, so lieb wie ein Vögeli. Darum lieben ich so ring. Und mein Herzchen ist zu. Das kann man niemals auftun. Ausser einziges Schlauspürstelli hat ein Schlüssel dazu. Ich habe nie gewusst, dass es so schöne Lyrics gibt. Mal! Die Schweizer Lieder, wie schön ist das? Er ist mir alles ein Ding. Ich hab ein Herz, Herzali wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Das ist so cute! Mir hat es ein bisschen erzählt, was typisch schweizerisch und was typisch ausländisch ist, wenn man ein Kind ist. Und jetzt wollte ich wissen, was ist typisch bei dir, bei den Schweizer oder bei den Ausländern. Also kommentier mal, jetzt sofort in den Zielen da unten. Du, gell? Kannst du mir bitte liken? Abonnieren wäre auch noch eine Sache. Das wäre der Hit, oder? Also, Hilbe hinein, oder? Hilbe ja, hinein, genau. Mehr geht's nicht zu sagen. Das war von der Luzerner Schlobe hier auf dem Bänkli mit dieser Aussicht. Ade, miteinander. Ist gut. Es ist mir alles ein Ding, ob ich lache oder singe. Ich habe ein Herz, alle wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Sehr gut. Mach es noch einmal.